Ja, jetzt ist nämlich Zeit für, wie soll ich es nennen, glasklare Digitalisierung. Und zwar wird uns Stefan Holtgreife, er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Solarlux, er wird uns da so ein bisschen aufklären, was er damit genau meint. Solarlux ist ein internationales Unternehmen und übernimmt eine große Führungsrolle bei der Entwicklung und dem Bau von beweglichen Fenster- und Fassadenlösungen. Und sein Vortrag, ich habe es schon so ein bisschen angeteasert, Digitalisierung glasklar, Einblicke in die moderne Produktion von Solarlux. Ich bin gespannt und gebe ab. Alles klar, in dem Sinne, schönen Tag noch. Bis dann, ciao. Hallo Stefan, ich sehe dich schon, aber ich höre Hallo, dich du kannst noch nicht. Mich sehen. Hi, ja. Du kannst mich nicht hören, okay. Jetzt kann ich dich hören und sehen. Perfekt. Okay, ja prima. Soll ich mal starten? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, prima. Also erstmal danke für die netten Worte. Ich hoffe, dass ich dem jetzt auch dann Taten folgen lassen kann. Ich zeige keine Live-Demo, sondern ich habe eine Präsentation hier. Also zunächst mal freut es mich natürlich, dass ich mit unserem Unternehmen hier teilnehmen darf. Denn bei einem Innovationsworkshop oder bei einem Innovationstag dabei zu sein, wenn es um Digitalisierung geht, ist für ein Bauunternehmen ja nicht unbedingt gang und gäbe. Denn wie alle wissen, ist die Baubranche steht jetzt nicht unbedingt für unfassbare Innovationen im Bereich der Digitalisierung. Also umso stolzer, sag ich mal, oder umso mehr freut es mich, dass wir da teilnehmen dürfen. Ich stelle mal ganz kurz eben das Unternehmen vor. Keine Sorge, das soll nicht dazu dienen, dass ihr jetzt danach alle bestellen sollt. Das könnt ihr natürlich auch. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass die Problematik so ein bisschen verstanden wird, was unsere Produkte da vielleicht so individuell macht, dass es nicht so einfach ist, da eine Produktion zu steuern. Also worum es geht in dem Vortrag ist um einen Produktkonfigurator und dieser Produktkonfigurator ermöglicht uns, unsere Wertschöpfungsprozesse vertikal nahezu vollständig zu digitalisieren. Und das wiederum ermöglicht uns, wie ich später kurz zeigen werde, auch neue Geschäftsmodelle anzufassen. Also ich starte mal. Ja, Solarlux, der Name trügt. Wir haben nichts mit Photovoltaik zu tun, sondern wie vorhin schon angekündigt wurde, tatsächlich mit bewegbaren Elementen aus Glas. Ich zeige dir mal so ein paar Referenzen, dann kriegt man vielleicht eine Vorstellung. Das ist unser Produkt, ein Glasfaltband, beispielsweise als Wohnraum-Außenelement, um Küche oder Wohnzimmer etc. mit dem Garten zu verbinden. Oder solche Glasanbauten. Wir bauen auch Wintergärten, wie man jetzt hier sieht. Die haben ja manchmal so ein angestaubtes Image, sind aber in Wirklichkeit also nicht nur ästhetisch sehr ansprechend können sie sein, sondern vor allen Dingen sind sie auch energetisch für den Bau inzwischen wirklich wertvolle Energiequellen, sage ich mal. Also können definitiv die Bilanz im positiven Beeinflussen eines Hauses. Dann wird das Ganze auch gemacht in Geschäftseingängen oder erstmal Balkon- und Fassadenlösungen. Da geht es um Sanierung von beispielsweise Plattenbauten, haben wir sehr viel gemacht damals in beispielsweise Berlin, Marzahn und ähnlichen Orten. Oder eben auch im Neubau, das ist dann nicht unbedingt sozialer Wohnungsbau, das nicht, aber es ist gehobener Wohnungsbau. Dann eben auch im Gastrobereich, das haben vielleicht viele schon mal gesehen, hier L'Osteria ist ja auch in Osnabrück vertreten, da haben wir auch unsere Sachen drin. Da geht es dann um Vergrößerung der Verkaufsfläche. Dann haben wir sehr viel gemacht im Bereich der Stadien. Kann man sich fragen, was soll das denn? Da geht es darum, dass auch da wieder Grenzen innen und außen miteinander verschwimmen sollen. Das heißt, dass die VIPs beispielsweise in ihren Logen dann hinter Glas sitzen können, wenn die Witterung nicht entsprechend ist. Und wenn dann die Witterung anders ist, dann wird es aufgemacht und man hat Stadionatmosphäre und braucht die Loge eigentlich nicht verlassen. Und das haben wir in den USA, glaube ich, darf ich sagen, sehr erfolgreich gemacht in allem, was Rang und Namen hat, von NHL bis NBA und ich weiß nicht was alles. Und eben auch bei vielen Bundesliga-Vereinen inzwischen und auch Tennis Court in Wimbledon und selbstverständlich auch beim großen VfL Osnabrück oder Arminia Bielefeld. Also für alle, egal auf welcher Seite sie stehen, ich glaube, wir haben eine Referenz, die immer passt. So, und dann eben auch solche Elemente, die dann wirklich eher ja so architektonisch sehr puristisch daherkommen und kontemporäre Bauten, Bauhaus, sagt man langläufig, trifft es nicht ganz vielleicht, wenn man etwas spitzfindig ist, aber unterm Strich geht es um klare Linienführung. So würde wahrscheinlich ein Architekt das erläutern. So, warum habe ich das jetzt also gezeigt? Natürlich zum einen, um euch zu animieren, was zu bestellen. Nein, Blödsinn. Also ja, aber es geht eben darum, dass diese Produkte, die wir herstellen,
ausschließlich Losgröße 1 haben. Also wenn wir hier ein Glas falsch bestellen, dann können wir das direkt in Schrott hauen. Denn dieses Glasmaß in der Konstellation werden wir nie wieder gebrauchen. Ähnliches gilt auch für die Farben und auch die Varianten, in der ich beispielsweise jetzt, wenn ihr das Foto euch anschaut, alleine diese drei verschiebbaren Flügel kann ich in unfassbar vielen Varianten, und da bespreche ich jetzt nicht nur über das Maß, sondern auch in Öffnungsvarianten. Also die Varianz ist endlos. Und das ist nicht so einfach, das dann in einer Produktabbildung so zu machen, dass man trotzdem eine stringente Fertigung hinbekommt. Denn schließlich am Ende des Tages müssen wir ja effizient konstruieren und produzieren. So, jetzt komme ich noch mal ganz kurz einmal, also diese Individualität der Bauten, das ist eigentlich die große Schwierigkeit. Und vielleicht noch mal für diejenigen, die da überhaupt gar keine Ahnung von haben, wir müssen nahezu alle Bauvorhaben auch selber ausmessen vorher. Und damit alleine kann man sich schon vorstellen, wie unterschiedlich die Gegebenheiten dann sein können. So, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu den Vertriebswegen, weil das ist nicht ganz unwichtig für das, was ich gleich zeige. Wir haben eigentlich drei Wege, wie wir zum Markt gehen. Wir haben einmal einen Direktverkauf, beispielsweise hier in Osnabrück und Melle und so weiter, wo wir direkt am Markt sind. Das haben wir auch in Hamburg beispielsweise oder auch im Allgäu. Dann haben wir einige Fachhändler, das sind Metallbauer, Tischler beispielsweise, Fensterbauer und Ähnliches, die dann in der Regel unser Produkt beraten und montieren, also verkaufen und montieren. Und dann gibt es das Objektgeschäft, das sind dann zum Beispiel solche Stadien, wo man mit Generalunternehmern oder der Wohnungswirtschaft zu tun hat. So, und unterschiedliche Leistungen, sage ich mal, die wir dort dann zur Verfügung stellen müssen. Und gerade für den Fachhandel, also das mittlere Segment, es ist wichtig, dass, wenn Sie ein Angebot schreiben, eine technische Machbarkeit dahinter steht und natürlich auch eine Preissicherheit. Jetzt kann man sagen, es kann nicht so schwierig sein, doch ist es aber in der Tat, die Preisfindung ist sehr komplex, weil wir beispielsweise Themen wie Windlasten, Statiken und so weiter berücksichtigen müssen. Und das ist total individuell jedes Mal und das fällt dem Fachhandel zum Teil sehr schwer, überhaupt diesen Anforderungen, die es inzwischen gibt, da gerecht zu werden. Über NF und den ganzen Kram wollen wir noch gar nicht sprechen. Das macht das alles noch wesentlich komplexer. Das heißt, er braucht ein Instrument, mit dem er sicher und also kalkulationssicher arbeiten kann und gleichzeitig auch sicherstellen kann, dass eine technische Validierung stattfindet. So, dann vielleicht nochmal die Architektenberatung, die schwebt so über diesen Vertriebswegen, das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. So, also was, ich habe jetzt mal einfach zwei Screenshots mitgebracht. Also wie gesagt, ich habe das jetzt nicht live aber man sieht vielleicht, wie komplex so ein einfaches Terrassendach sein kann. Denn alle Elemente, die ihr da seht, sind parametrisch komplett voneinander abhängig. Also beispielsweise, ich weiß nicht, ob man die Maus jetzt sehen kann, aber wenn ich jetzt eine Traufe beispielsweise ändere oder ich verändere eine Stütze oder die Terrasse, der Bauherr sagt, nee, ehrlich gesagt hätte ich das doch lieber 5 cm breiter, dann verändert sich komplett die ganze Konfiguration von vorne bis hinten. In der Vergangenheit mussten wir diese Dinge immer händisch konstruieren, also wirklich im AutoCAD 2D aufreißen, nochmal checken, geht das eigentlich so, wo haben wir Kollisionspunkte. Und ihr könnt mir glauben, wir haben hier wirklich hochkarätige Software-IT-Unternehmen gehabt, die das versucht haben darzustellen. Denn wenn es so in Pyramidendächer geht, wo ich wirklich 3D denken muss mit Shifter-Schnitten, da sind die alle ausgestiegen. Und das Ziel war, dass wir von der Konstruktion wegkommen hin zu einer Konfiguration, uns also in eine gewisse Logik hineinbringen und damit einen gewissen Standard quasi definieren und trotzdem komplett frei sind. So, und an diesem Beispiel sieht man, dass ich jetzt jeden dieser Punkte, die kann man vielleicht erahnen, die kann ich einzeln anfassen, einzeln konfigurieren und kann jedes Mal andere Maße eingeben und so wird da so ein Ding komplett individuell jedes Mal zusammengestellt. So. Also was kann dieser Konfigurator? Fassen wir es mal zusammen. Der gibt mir einen Preis, der gibt mir ein Cut-Detail, der hat sogar eine 3D-Information im Bauch, habt ihr gerade gesehen, ist ja ein 3D-Ding. Da gibt es eine Schnittstelle zum BIM, was das ist, da komme ich vielleicht nachher nochmal kurz zu, wenn die Zeit reicht. Der hat die CNC-Daten im Bauch, der hat sämtliche Arbeitspapiere mit drin, also wir sprechen hier über Fertigungssteuerung, und sogar die Zeiten, die dann entsprechend als Vorgabe in die Fertigung gehen, zum Soll-Ist-Abgleich, um zu schauen, ob wir da effizient unterwegs sind oder wo es Schwierigkeiten gab, um diese abzustellen.
So, dann das nächste ist die ganze Thematik Stücklisten zur Materialdisposition und zur Materialbeschaffung. Das zeige ich jetzt am besten mal einmal in einem Ablauf. So, also wenn wir jetzt den Vertriebsweg mal nehmen über den Fachhandel, der Endkunde bestellt beim Fachhandel, der Fachhandel konfiguriert das und sendet dann im Konfigurator, der ist derzeit über Citrix angebunden, das ist natürlich nicht besonders schick, aber wir sind jetzt gerade dabei, das webfähig zu machen, diesen Konfigurator. Ich denke mal, dass das Ende des Jahres soweit sein wird. Der kann dann ein Angebot darüber erstellen, eben mit technischer Validierung und preislicher Sicherheit und schickt das dann rüber zu uns, bekommt die direkte Auftragsbestätigung und alles, was jetzt passiert, ist ein komplett also sobald der Auftrag im Aus ist für uns, ist ein komplett automatisierter Prozess. Kein Konstrukteur packt dieses Ding mehr an, sondern alle Daten, die es braucht, sind automatisch vorgesehen. Und das geht beispielsweise so weit, wenn ich jetzt in den Einkauf oder in die Materialwirtschaft gehe, dass selbstverständlich, also wir haben eine Schnittstelle zum SAP, wir haben ja R3 im Einsatz, noch nicht S4HANA, automatisch wird die Stücklisten wird dort aufgelöst, das sind die Standard-SAP-Funktionen, es wird auch Standard-SAP eine Materialdisposition vorgenommen und sämtliche Dinge, die für die Lieferanten auftragsbezogen beschafft werden müssen, beispielsweise Glas und Verschattung, werden dann per EDI-Schnittstelle oder XML-Format übermittelt und sofort zurückgegeben. Also dieser Prozess ist somit komplett digitalisiert. Und selbiges gilt auch für die Produktion. Also wir haben, also alle Kapazitäten werden entsprechend reserviert, das Hochregallager wird automatisch angesprochen, unsere Pulverbeschichtung wird automatisch angesprochen, die CNC-Daten sind sofort zur Verfügung, das heißt, unsere Kollegen, da arbeiten wir gerade dran, die piepsen dann nur noch ab mit einem Scanner und das System weiß dann sofort, bei dem Profil an der Stelle braucht es die Bohrung, denn die ist auch jedes Mal individuell. Und kann eben auch sogar vom Konstrukteur gegebenenfalls auch noch angepasst werden. Und damit hat man einen wirklich komplett digitalisierten Prozess, der von der Bestellung bis hin zur Auslieferung in einem Guss durch ist. Wie sagte ja vorhin, damit öffnen sich auch neue Geschäftsmodelle. Denn natürlich ist es denkbar, und da komme ich jetzt zu, ja, es gibt noch ein paar Benefits, die lassen wir jetzt gleich mal außen vor. Denn damit ist es denkbar, dass man in andere Shop-Systeme oder auch eigentlich in diverse Frontends dieses Ding einbindet und eigentlich den Konfigurator hinten nur in Anführungsstrichen als Rule Engine, als Regelwerk benutzt und kann entweder so etwas direkt einbauen in einen Shop, das realisieren wir gerade bei einem schwedischen Kunden von uns, oder aber in diverse Frontends, habe ich das mal genannt, also zum Beispiel in einen B2C-Konfigurator, kennt ihr vielleicht aus dem Automobilbereich. Das ist aber nur ein Show-Konfigurator, da sitzt kein echtes technische Validierung dahinter. Oder eben in so ein BIM, Building Information Modeling, das ist ein großer Hype gerade bei den Architekten, wo sie ganze Gebäude in 3D aufreißen können. Und so kann man also immer basierend auf einem Regelwerk verschiedenste Quellen oder verschiedenste Frontends, sage ich mal, ansteuern mit direkter oder indirekter Anbindung. Und das Endbild ist eigentlich, dass dann ein Architekt, der ein Haus designt, da beispielsweise eine Glaspfeilwand von uns drin hat, dass die dann bei uns bestellt wird und sie geht 1:1 durch, komplett digitalisiert bis zur Auslieferung. Und das eben alles bei einer Losgröße 1 im Produkt. So, dann wurde ich gefragt im Vorfeld, was habt ihr noch für Projekte, die sich im digitalen Umfeld so abspielen? Das sind natürlich jede Menge. Also wir haben nicht ein strategisches Projekt, wo IT nicht mit drin ist, haben auch eine ziemlich starke IT-Abteilung hier mit knapp 30 Köpfen, davon ungefähr die Hälfte Vollzeitprogrammierer in den unterschiedlichen Spezialgebieten. Und ich habe es jetzt einfach mal runtergeschrieben, ich muss ja nicht vorlesen. Also es ist schon ein großes Thema, was wir da haben. Und als Fazit habe ich mal für mich so aufgeschrieben, ja klar, man kann neue Geschäftsideen damit realisieren, was ich gerade schon sagte. Also es ist theoretisch denkbar, dass wir einen Endkundenshop machen und jeder baut hier seinen eigenen Wintergarten online zusammen und bestellt den. Theoretisch, das Aufbauen muss natürlich auch noch jemand machen. Aber die Schwierigkeit ist natürlich immer, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist aus meiner Sicht. Und dass es wirklich schwierig ist, eine vernünftige Projektführung hinzubekommen. Und ja, natürlich arbeiten wir auch nach der Scrum-Methode und all dem, aber was nutzt es, wenn ich dann sehr viele Dinge, also sehr viele Bälle quasi in der Luft habe, weil ich sehr viele Themen angepackt habe und sie nicht fertigstellen kann. Also IT ist ein kostenintensives Thema und leider kann dir niemand sagen, ob das
was du da veranlasst, dann auch das Richtige ist. Aber wir sind da auf einem guten Weg, glaube ich. So, also ich hoffe, dass das so erstmal einen Einblick gibt. Das soll jetzt nur noch mal so als Abschiedsbild dienen. Wer hier mal herkommen möchte, ist herzlich willkommen. Ihr seht da rechts auch so eine Art Stadion. Also ja, das war so, ich hoffe, im Schnelldurchgang einigermaßen nachvollziehbar. Ja, vielen Dank, Stefan. Wir haben eine Frage auch bekommen, die würde ich tatsächlich ganz gerne noch stellen und dann sind wir schon so ein bisschen zeitlich eingespannt. Und zwar, gibt es ein MES-System und sind Maschinen daran angebunden? MES-System gibt es nicht, nein, sondern wir binden die Maschinendaten direkt aus dem Konfigurator an. Okay, dann habe ich doch noch eine zweite Frage und zwar, wird denn vielleicht aus dem zukünftigen B2B-Geschäft womöglich ein B2C-Geschäft? Was meinst du? Es ist keine einfache Antwort, glaube ich. Wir sagen es mal so, wir haben die technische Voraussetzung haben wir geschaffen. Ob es inhaltlich jemals möglich wird, habe ich ein bisschen Zweifel, weil so etwas zu montieren, auch mit handwerklichen Fähigkeiten, ist nicht so ganz ohne. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan, dass du dabei warst. Auch an dich, ich denke mal, dich findet man auch im Netz für alle, die noch weitere Fragen haben. Und dann würden wir direkt jetzt weitermachen. Jawohl. Ciao, mich gefreut. Vielen Dank, ne? Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Ja, dir auch. Ciao. Ciao.